Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von 163 Grad. Heute stelle ich euch wieder ein Elektroauto vor, und zwar den Hyundai Kona mit dem 64 Kilowattstunden Akku und 204 PS Leistung. Und den fahren wir heute zusammen. Hyundai Kona gibt es auch als Verbrenner, also mit einem Benzinmotor oder einem Dieselmotor. Und das hier hinter mir ist die Elektrovariante Hyundai Kona Elektro. Den kann man relativ einfach erkennen, wenn man ihn vor sich hat. Das erste Erkennungsmerkmal ist dieses Blechstück hier. Hier ist beim Verbrenner eine Tankklappe drin. Die ist beim Elektromodell nicht drin. Keine Tankklappe. Hier unten sitzt sie ungefähr. Daran kann man das Auto zum einen erkennen. Dann kann man es erkennen an der Frontschürze. Die ist geändert worden für den Hyundai Kona Elektro, denn die ist komplett geschlossen. Hier ist alles dicht. Ich brauche ja keine Kühlluft mehr für ein Verbrennungsaggregat. Hier hinter sitzt die Ladebuchse. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Also diese geschlossene Front mit den Luftleitblechen hier und Einlässen verrät auch den Elektro. Dann hat der Hyundai Kona Elektro andere Felgen, Aero-Felgen, die noch einmal etwas windgünstiger sind und damit natürlich den Verbrauch senken und die Reichweite erhöhen. Und bei Hyundai kann ich den Kona immer in einem Zweifarben-Design bestellen. Das heißt, die Farbe hier, Keramik Blue zum Beispiel, und dann habe ich ein davon andersfarbiges Dach. Das kann ich in Schwarz bekommen und bei Elektro auch in Weiß. Also ganz einfach, weißes Dach ist dann immer ein Hyundai Kona Elektro. Die Felgen ist auch immer ein Elektro und die geschlossene Front auch, daran kann ich ihn erkennen. Insgesamt gibt es für den Kona 7 Außenfarben, aus denen ich auswählen kann, und 3 verschiedene Dachfarben. Das sind aber nicht automatisch 21 Kombinationen, weil es nicht jede Außenfarbe mit jedem Dach, Dachlook gibt. Da hat Hyundai so eine Tabelle, in der ich das genau auswählen kann. Die Farbe gibt es nur mit der Dachfarbe und umgekehrt. Das hier ist Keramik Blue. Das ist meines Erachtens nach die sogenannte Kommunikationsfarbe. Also die Farbe, in der man den Hyundai Kona zum Beispiel immer in der Werbung oder auch in den Prospekten sieht. Von der Motorisierung her gibt es den Kona Electric in 2 verschiedenen Varianten. Es gibt einen kleines Akkupaket mit 39 Kilowattstunden Inhalt. Das ist schon eine ganze Menge für ein Elektroauto. Klein ist deshalb eigentlich schon der falsche Ausdruck. 39 Kilowattstunden Akkukapazität. Dann hat das Auto 100 kW Leistung im Antrieb. Das sind 136 PS. Und dann gibt es die große Variante mit einem 64 Kilowattstunden Akku. Das ist schon Tesla-Niveau. Und 150 Kilowatt Leistung im Motor. Das sind dann 204 PS. Mein Testwagen ist so einer mit dem 64 Kilowattstunden Akku und 204 PS. Erkennen kann man diese Ausstattung an dem Fahrzeug selber nicht. Es gibt keinen Hinweis, es gibt auch keine Beschriftung, keine Zahl, wo irgendwie dann die Akkukapazität daraus hervorgeht. Das ist von draußen an dem Fahrzeug nicht zu erkennen. Und wer sich zwischen dem Benziner, dem Diesel und dem Elektro entscheiden muss, der sollte beachten, dass er mit der Elektrovariante nicht nur das umweltschonendere Modell bekommt, sondern er bekommt auch das Modell mit dem meisten Fahrspaß. Denn die Elektrovariante hat 204 PS und 395 Newtonmeter Drehmoment und geht damit deutlich besser ab als der Diesel und der Verbrenner. Obwohl der Kona ja nicht originär als Elektroauto geplant worden ist, sondern es gibt ihn eben auch als Benziner, als Diesel und als Elektro, habe ich hier im Innenraum relativ wenig Einschränkungen bei der Elektrovariante. Ich habe 332 Liter Kofferraumvolumen. Das sind nur 20 weniger als bei einem Verbrennermodell. Und wenn ich die Rückbank komplett umklappe, dann sind es 1114 Liter, die hier möglich sind. Hier drunter gibt es dann noch einen doppelten Boden. Das heißt, hier habe ich noch eine Facheinteilung für Warndreieck und so weiter. Und hier drunter ist dann kommt man nochmal runter in die Reserveradmulde. Da sind jetzt Ladekabel und das Tire-Fit-Kit für den Fall einer Reifenpanne. Obwohl viel Plastik verbaut wurde, macht der Kona von innen einen sehr guten Eindruck.
Mein Testwagen hat auch eine Premium-Ausstattung mit belüfteten Ledersitzen und vielen Assistenzsystemen. Die Sitzposition ist sehr gut, man sitzt leicht erhöht und alle Schalter sind dort, wo man sie erwartet. Die Sitze sind sehr bequem und lassen sich in dieser Ausstattung beheizen und belüften, was gerade im Sommer sehr angenehm sein kann. Auch in der zweiten Reihe sitzt man gut und hat ausreichend Platz. Die freischwebende Mittelkonsole erinnert an den Hyundai Nexo, die Schalter und das Navigationsgerät an den Hyundai Ioniq. Fahrstufen werden per Drucktasten ausgewählt. Die HiFi-Anlage ist hier von Krell. Der Name weckt Erinnerungen an die 80er mit HiFi-Einzelbausteinen und Lautsprechern so groß wie Hundehütten. Zur Premium-Ausstattung gehört auch ein Head-Up-Display. Das hat mir in seiner Qualität nicht wirklich gefallen. Ich habe es deshalb nicht genutzt und auch nicht vermisst. Für den Hyundai Kona gibt es drei verschiedene Ausstattungsvarianten und zwei verschiedene Akkugrößen bzw. Leistungsstufen. Das sind dann rein rechnerisch 6 Modellvarianten, die es gibt. Gibt es aber nicht, es gibt nur 5, denn die größte Ausstattungsvariante Premium gibt es auch nur mit dem größten Motor und nicht mit dem kleinen. Also in 5 verschiedenen Kombinationen könnt ihr das Fahrzeug ordern. Der Einstieg ist die Ausstattungsvariante Trend. Dann hat das Auto auch schon eine Navigation, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, DAB+, ist eigentlich schon ganz gut ausgestattet. Die nächste Stufe wäre Style. Bei Style gibt es ein paar wichtige Features dazu. Es gibt eine Wärmepumpe, mit der sich das Fahrzeug deutlich energiesparender beheizen bzw. klimatisieren lässt. Das kommt natürlich der Reichweite dann wieder zugute. Und es gibt eine LED-Beleuchtung vorn und hinten. Auch das hat wieder was mit Reichweite zu tun. Das LED-Licht ist ein sehr schönes Licht, aber es ist auch stromsparender als herkömmliche Xenon- oder Halogenlampen. Und insofern kommt auch das wieder der Reichweite voll zugute. Die Style-Variante könnt ihr übrigens auch erkennen an den abgedunkelten Scheiben hinten, denn das ist auch ein Feature. Hier hinten sind die hinteren Scheiben abgedunkelt und auch die Heckscheibe ist abgedunkelt. Das ist die sogenannte Privacy-Verglasung. Die gibt es ab der Ausstattungslinie Style. Daran erkennt man die Ausstattungsvariante schon von Weitem. Und wenn man da ein bisschen näher rangeht, dann sieht man hier bei diesem Fahrzeug noch ein Head-Up-Display, so eine kleine Scheibe hier über dem Tacho. Das ist dann der Ausstattungsvariante Premium vorbehalten. Daran erkennt ihr ein Premium-Fahrzeug und dann habt ihr die drei Ausstattungsvarianten schon zusammen. Durch die Wärmepumpe und die LED-Scheinwerfer würde ich euch wahrscheinlich auf jeden Fall die Style-Variante empfehlen. Ob ihr dann noch Premium geht, müsst ihr selber entscheiden. Also Fazit, alles was hinten abgedunkelte Scheiben ab Werk hat, kann man bestellen oder kaufen, denn dann hat man zumindest die Wärmepumpe und auch den LED-Scheinwerfer mit dabei. Was mir an dem Hyundai Kona wirklich gut gefällt, ist die Art und Weise, wie das Auto fährt. Als Elektroauto hast du ja den Akku im Unterboden und damit den Schwerpunkt relativ niedrig. Das macht es einem Autokonstrukteur schon sehr einfach, ein gutes Fahrverhalten hinzukriegen. Trotzdem haben sie sich hier aber auch beim Fahrwerk nicht lumpen lassen, denn der Wagen liegt damit wirklich sehr gut auf der Straße und hat eine sehr, sehr gute Mischung zwischen, sagen wir mal, Komfort, aber gleichzeitig auch agil. Er ist recht knackig, so vom Handling her, macht richtig Laune. Und die reinen Werte, wenn ich die so ablese aus dem Katalog, dann sind das eben 204 PS, Höchstgeschwindigkeit von etwas über 160 und knapp unter 8 Sekunden, ich glaube 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Das liest sich so ganz gut und trotzdem muss ich sagen, ist der gefühlte Eindruck noch besser, als die Zahlen es vermuten lassen. Der Wagen fährt wirklich gut, der fährt auch auf der Autobahn gut. Ich habe den auf der Autobahn gefahren und hatte rund 178 hier auf dem Tacho stehen. Und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich wirklich sehr ordentlich. 178 sind natürlich gemessen, dann etwas über 170 wahrscheinlich. Aber der geht gut ab und der geht auch ganz gut los. Wenn ich jetzt hier aufs Pedal drücke auf der Autobahn, dann
geht er ziemlich stramm, marschiert. 140 habe ich jetzt, 150, 160. Es geht immer weiter. Bin jetzt bei 170 nach Tacho. Und es geht immer weiter. Ich fahre im Komfortmodus, also muss jetzt schon bremsen hier mit dem Verkehr. Er geht wie am Gummiband gezogen auf diese 178 nach Tacho hin und macht auch kein, wird überhaupt nicht langsamer. Erst wenn er dann seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, dann merkt man, dass er elektronisch eingebremst wird. Der würde auch schneller fahren, wenn man ihn denn ließe. Macht man nicht aus Akkugründen, aber schon beeindruckend, wie die es hier gemacht haben. Und der Wagen macht wirklich Spaß zu fahren. Der ist nicht nur so, dass man sagt, ich habe eine tolle Reichweite und er kann schnell aufladen und ich habe auch ein Auto, was vernünftig ist, wo ich also 4, 5 Mann oder ein bisschen Gepäck reinkriege und dabei mit knapp 4,20 Meter noch kompakte Abmessung habe. Der ist wirklich gut gemacht und macht dabei noch echt Laune zu fahren. Kann ich anders sagen. Irgendwann ist auch der große Kona-Akku einmal leer und dann heißt es aufladen. Das Navi schlägt dazu Ladesäulen vor, aber ich weiß ja, wo ich hin will. Zum HPC-Lader von IONITY an der Raststätte Buddhikate Ost. Zum Thema Aufladen. Den Hyundai Kona kann ich mit Wechselstrom zu Hause aufladen, allerdings nur einphasig mit maximal 7,2 kW Leistung. Problem ist, dass es in Deutschland eine Schieflastverordnung gibt, die diese Leistung einphasig normalerweise begrenzt auf 20 Ampere, glaube ich. Damit sind dann 4,6 Kilowatt Ladeleistung möglich. Wie dem auch sei, für ein Auto mit einem 64 Kilowattstunden Akku ein einphasiges Laden anzubieten, das ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Egal ob 4,6, 7,2, 6, irgendwas als Begrenzung durch das Ladekabel. Wenn man da eins hat, was nicht 32 Ampere abgesichert ist, muss man gucken. Ich finde, das ist zu wenig. Schade, dass der Wagen keinen dreiphasigen 11 kW Lader hat. An der Schnellladestation DC unterwegs ist es dafür umso positiver. Dieses Auto lädt mit bis zu 70 kW Leistung, ist angegeben und damit natürlich auch deutlich mehr als zum Beispiel ein E-Golf, der bei 50 kW Schluss macht und in Erfahrung meistens in der Praxis ja auch darunter hängt. Ich bin jetzt hier angekommen an einem IONITY Charger in Buddhikate Ost, wo ich gelegentlich mit Autos mit CCS-Anschluss lade. Ich zeige euch das hier mal mit der GoPro, halte ich euch mal hier drauf. Ich habe jetzt gefahren 400 und, wenn jetzt die Kamera im Weg, 402 Kilometer ist meine Gesamtfahrleistung mit 14,7 Kilowattstunden Verbrauch und ich habe noch 14 Kilometer Restreichweite, also ziemlich genau gut geschafft hier, so dass man hier dann auch laden muss in Buddhikate. Und hier draußen sind die Charger von IONITY und da gehen wir jetzt hin und laden den mal auf und gucken uns mal an, wie der Wagen hier lädt. Der Kona ist ein Nasenlader, das heißt, er hat die Anschlüsse zum Aufladen vorne in der Frontmaske. Das ist praktisch, wenn auch die Ladesäule vor einem steht. Also Stecker rein, Säule freischalten und los geht's. Dass die Ladeleistung am Anfang so niedrig ist, das ist bei einigen Elektroautos normal. Hängt ein bisschen von der Zellchemie ab. Beim Tesla Model 3 zum Beispiel ist das auch so. Die Fahrzeuge müssen dann entweder erstmal eine gewisse Temperatur erreichen oder sie müssen über einen gewissen Ladestand herüberkommen, meistens so um die 10%. Und danach geht die Ladegeschwindigkeit dann hoch. Hier geht sie jetzt auch langsam hoch. Muss man eben gucken.
sind jetzt hier schon bei 50 kW. Also geht ganz langsam hoch, bis zu 70 soll es sein. Das gucken wir uns nachher mal an. Ansonsten ist das mit dem Laden ein bisschen umständlich. Man muss ziemlich genau ranfahren. Hier habe ich ein bisschen zu viel Abstand gelassen zur Ladesäule. Und dann ist das Ladekabel häufig nicht lang genug. Muss man ein bisschen näher ranfahren dann. Ja, was habe ich euch gesagt? Gut Ding will Weile haben. Insofern, der Kona steht jetzt schon einen Augenblick an der Ladesäule. Insgesamt 7 Minuten steht er hier schon. Der Akkustand hat sich jetzt erhöht auf 13%. Wir sind über die 10% rüber. Und jetzt gibt der Kona Gas. Ich drehe es mal wieder um für euch. Und dann könnt ihr sehen, an der Ladesäule 3 stehen wir hier. Wir sind jetzt bei 13% State of Charge. Und der Kona gibt Gas mit 72 kW Ladeleistung, geht es jetzt volle Pulle los hier. Etwas später waren es dann sogar 75 kW Ladeleistung und das war das Maximum, was ich hier an der Säule gesehen habe. Während das Auto hier lädt, möchte ich noch auf einen speziellen Wunsch von euch eingehen. Ihr habt mir in den anderen Videos immer geschrieben, dass ihr euch wünscht, dass ich euch etwas in den Kofferraum lege, damit ihr den Kofferraum einschätzen könnt von der Größe her. Ich habe lange überlegt, was das sein kann. Es muss ja auch etwas sein, was ich immer dabei habe, denn wenn ich die Tests hier bei mir zu Hause mache, dann kann ich mir alles Mögliche ins Auto einladen, aber manchmal bin ich auch eingeladen, ein Auto irgendwo anders zu fahren, fahre dann dahin oder fliege dahin und dann muss ich es ja auch dabei haben, sonst macht es keinen Sinn. Insofern, ich drehe es mal um. Ich werde euch demnächst meinen Rucksack hier abfilmen, meinen Foto-Equipment-Rucksack, den habe ich eigentlich dann immer dabei. Dieser Rucksack ist von der Marke Provoke Wandered. Ich verlinke euch mal die Daten mit den Abmessungen und dieser Rucksack ist ungefähr die Größe von so einer Handgepäcksgeschichte, also so ein Boardcase Sache, die man als Handgepäck mit in den Flieger nehmen kann, bevor man da einsteigt oder wenn man fliegt. Und wenn ich den Rucksack jetzt hier mal so reinlege, so soll ich da jetzt mal hier so ganz links im Kofferraum drin. Oder ich kann ihn auch hochkant hinstellen. So. Dann ist hier noch riesig Platz in dem Kofferraum. Und hier nochmal hochkant mitten reingestellt. So. Also da ist richtig Platz in dem Kona-Kofferraum. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Und die Hutabdeckung kann man ja noch rausmachen, denn ist nach oben hin noch viel mehr Platz. Ja, während ich drinnen einen schönen Milchkaffee getrunken habe, passiert hier draußen etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Das habe ich schon mal gehört, in einigen Videos gesehen auf YouTube, aber es ist sehr unangenehm, denn die Ionity-Säule hinter mir hat die Ladung abgebrochen. Das soll beim Hyundai Kona gelegentlich mal passieren und soll damit zu tun haben, dass der Stecker vorne in der Nase ja so ein bisschen Druck ausübt und dann der Kontakt nicht mehr hundertprozentig da ist. Ich drehe es mal um, dann könnt ihr es noch mal sehen. Also hier ist der Stecker drin und angeblich soll es daran liegen, dass dieser Stecker hier so ein bisschen, wenn das Kabel so wie hier ein bisschen Druck auf diesen Stecker ausübt, dann bricht er ab. Er hat hier schon zum zweiten Mal abgebrochen und ich bin jetzt bei 41%. Da oben steht Ende, ich habe aber nichts gemacht, bitte Stecker zurücksetzen. Und das ist natürlich nervig, wenn du dich nicht darauf verlassen kannst, dass das Auto voll aufgeladen wird. Das ist angeblich ein Problem zwischen Ionity und Kona. Hat Michael Schmidt auch schon mal gehabt, habe ich auch gesehen auf seinem Kanal. Und wie gesagt, es soll hier an der Buchse liegen. Kann ich jetzt noch nicht nachvollziehen. Die Leistung, die ich jetzt hier drin habe, reicht natürlich für mich jetzt, um weiterzufahren. Aber wenn das hier meine Urlaubsreise wäre mit der Familie im Schlepptau und ich hätte dann diese Ladeabbrüche und müsste mit 30% hier wieder auf die Autobahn drauf, das wäre echt nervig. Schade, dass das nicht funktioniert. Nun gut. Natürlich hat der Kona auch zeitgemäße Assistenzsysteme, insbesondere wenn man die Premium-Ausstattung wählt, wie bei diesem Testwagen. Ich habe eine Navigation, die ganz gut ist
Ich habe eine Verkehrszeichenerkennung, also mir wird hier die Geschwindigkeit abgelesen und in die Navi hier eingebaut. Und ich habe natürlich auch ein Tempomat mit Abstandsradar und einem, ja, ich sag mal, Spurhalteassistenten. Also dieser Lane Assist korrigiert mich, wenn ich der Spurbegrenzung zu nahe komme, weil ich hier rüberfahre. Piept da, hört ihr. Und wenn ich den Tempomaten anmache mit diesem Spurassistenten, dann schiebt er mich korrigierend wieder zurück. Das ist kein Autopilot, sage ich mal, wie man das so von Tesla kennt, aber man kann es so ähnlich verstehen. Man muss die Hände am Lenkrad behalten, sonst nörgelt er relativ schnell und dann hilft er einem so ein bisschen auf Langstrecke bei konstanter Geschwindigkeit entspannter in der Spur zu bleiben. Aber von alleine fahren in dem Sinne würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist eine Unterstützung, die mir auf einer längeren Strecke doch ein bisschen Fahrstress und Arbeit abnimmt. Der Hyundai Kona hat 4 verschiedene Fahrmodi, die ich hier mit einem Schalter in der Mittelkonsole einlegen kann, verändern kann. Es gibt den Fahrmodus Komfort, das ist der Modus, in dem das Auto auch startet. Wenn man sich hier reinsetzt und ihn anmacht, dann steht er auf Komfort und dann kann man losfahren. Das ist der Modus, in dem ich eigentlich auch nicht besonders viel nachdenken muss. Er macht alles irgendwie richtig. Und dann gibt es die Variante Sport. Bei Sport habe ich so richtig die volle Leistung sofort im Abruf. Mir ist das Auto bei Sport ein bisschen zu nervös. Also das ist eine Abstimmung, die im Alltäglichen für mich keine Rolle spielt. Sobald man nur mit dem Gaspedal leicht wackelt, geht der dann los. Und mit fast 400 Newtonmeter Drehmoment geht es dann auch wirklich los. Das Ganze macht einen sehr hektischen Eindruck. Komfort ist da für mich die bessere Wahl. Dann gibt es die Variante Eco. Ist klar, es geht um Verbrauchsreduzierung und Reichweitenverlängerung bei Eco. Und dann gibt es die Variante Eco Plus. Dann wird das Auto limitiert auf eine Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern und die Lüftung bzw. Klimatisierung wird ausgeschaltet. So kann ich natürlich dann Reichweitenrekorde aufstellen, aber macht natürlich auch wenig Spaß, so, sag mal, kastriert rumzufahren. Ist aber das letzte Mittel, wenn man zum Beispiel auf irgendeine Ladesäule zusteuert und die Reichweitenanzeige dann sagt, du schaffst es nicht, dann kann man sich damit die paar extra Kilometer holen, um die Reichweite dann hinzukriegen und an die Ladesäule zu kommen. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass das Auto den Tacho verändert. Das heißt also, die ganze Tacho-Optik ändert sich, wenn ich diesen anderen Fahrmodus einlege. Bei Komfort ist das üblich so in Blau gehalten, die Farben. Und ich sehe einen Tacho und einen Zeiger, der mir anzeigt, wie meine Geschwindigkeit ist. Und in der Mitte sehe ich die Restreichweite. Wenn ich das auf Sport drehe, dann verändern sich diese Tachografik in die Farbe Rot. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber die Instrumentierung ändert sich. Die Geschwindigkeit wird mir jetzt in der Mitte angezeigt, da wo eben noch die Reichweite war. Und diese Skala außenrum, die läuft jetzt von 0 bis 100 und zeigt mir meine Leistungsentnahme an. Also nehme ich jetzt 50% der Leistung des Autos in Anspruch oder 100% oder nur 10%. Das finde ich sehr irritierend, weil man glaubt, es sei die Geschwindigkeit. Und dann kann es also passieren, dass man in der Stadt eine 30 angezeigt bekommt, dabei fährt man 100. Und das finde ich so ein bisschen, ja, warum können die Dinge nicht immer an derselben Stelle bleiben? Egal, ob ich jetzt im Sportmodus, im Eco-Modus oder in welchem Modus auch immer fahre. Und wenn ich jetzt, das ist der Sportmodus. Und wenn ich jetzt im Eco-Modus fahre, dann sieht das noch wieder anders aus. Jetzt habe ich praktisch in der Mitte wieder meine Geschwindigkeit und außenrum habe ich irgend so eine komische Balkengrafik, von der ich jetzt gar nicht weiß, so ein Kreisdiagramm. Das soll mir wahrscheinlich zeigen, wie viel ich Gas geben darf und geht dann irgendwann in den gelben Bereich, wenn ich etwas mehr Gas gebe. Das heißt, dann gebe ich wohl zu viel Gas. Okay, so soll es sein. Ich finde, in Eco fährt er auch so ein bisschen komisch ruckig. Also im Komfort fährt er irgendwie fließender, entspannter, gleichmäßiger. Im Sport ist er mir viel zu aggro.
Und im EQ bin ich irgendwie auch nicht so zufrieden. Das fühlt sich alles so ein bisschen teigig an. Und wenn man dann Gas gibt, dann geht er sofort los. Also das ist für mich, finde ich, nicht gut abgestimmt. Für mich Komfort, nach meinem Geschmack, die ideale Geschichte. Dann noch ein Wort zur Rekuperation. Rekuperation heißt, dass der Elektromotor als Generator funktioniert und ich dann, wenn ich langsamer werden muss, den Elektromotor benutze, um Geschwindigkeit abzubauen. Ich bremse damit den Wagen ab und hole mir gleichzeitig Strom wieder zurück. Rekuperation ist relativ wichtig, wenn man mit einem Elektroauto fährt, weil der Durchschnittsverbrauch damit runtergeht. Es ist zwar das Segeln, also das antriebslose Dahinrollen, das wäre die effizienteste Variante, aber ich brauche diese Rekuperation in regelmäßigen Abständen, um auch nicht nur Strom aus dem Akku abzufordern, sondern auch Strom wieder zurückzukriegen und so kann ich den Verbrauch dann im Griff haben. Dieses Auto hat eine Funktion, die nennt sich Autorekuperation, die ist auch eingeschaltet, zeigt er mir hier unten an. Bei Autorekuperation verstellt mir der Wagen eigenständig die Rekuperationsstärke. Ich bin es als Tesla-Fahrer gewöhnt, dass ich den Wagen praktisch mit dem Gaspedal fahren kann. Wenn ich auf eine Ampel zurolle, nehme ich beim Tesla Gas weg. Der rekuperiert dann so stark, dass ich an der Ampel fast zum Stehen komme und ich die Bremse wirklich nur noch für das letzte Stück vor der Ampel brauche. Das geht genauso beim BMW i3 und bei einigen anderen Elektroautos, die so abgestimmt sind, dass sie die Rekuperation volle Kanne ausnutzen. Hier habe ich Rekuperation in 4 Stufen, von 0 Segeln bis 1, 2, 3 Stufen Rekuperation, sind zusammen 4 Stufen, in denen ich hier rekuperieren kann. Ich fahre mal so rum, ist besser. Und diese Rekuperationsstufen wählt das Auto automatisch aus. Und das tut es anhand von den Daten, die diesem Fahrzeug vorliegen. Das ist vor allem der Abstandsradar. Also wenn der merkt, so wie jetzt, dass ich an der Ampel anhalten muss und vor mir steht ein Auto, dann verstellt er die Rekuperation auf Stufe 3, höchste Stufe. Wenn nichts los ist, dann hat er sie auf Stufe 1. Was er nicht weiß, was er nicht erkennen kann, sind rote Ampeln oder wenn ich irgendwo abbiegen will. Insofern, was mich an dieser Autonummer hier etwas stört, ist, dass sie eben nicht immer funktioniert, sondern nur manchmal. Und damit kann ich mich nicht wirklich auf sie verlassen. Entweder mal rekuperiert er in bestimmten Situationen, mal schnallt das nicht, dann rekuperiert er nicht. Dann muss ich also wirklich bremsen, was ich dann doof finde. Es gibt eine Lösung dafür. Dieses Auto hat Pedals, so Schaltpedals hier am Lenkrad. Mit denen kann ich die Rekuperation manuell verstellen. Und es gibt den Trick, dass man an dem linken Pedal, mit dem ich die Rekuperation höher stelle, einfach ziehen kann und das Ganze gezogen hält. Und dann habe ich automatisch die höchste Rekuperationsstufe und bremse den Wagen damit ab. Aber das finde ich in der Praxis etwas mühsam, vor jeder Ampel immer diesen Pedal hier zu ziehen, um die Rekuperation dann ausnutzen zu können, damit ich nicht bremsen muss. Das finde ich irgendwo ein bisschen schade. Also ich würde diese Funktion mit dem Auto rekuperieren wahrscheinlich ausstellen und würde mir eine feste Rekuperationsstufe einstellen und auf der würde ich fahren. Und dann weiß ich, worauf ich mich verlassen kann und weiß auch genau, was der Wagen macht, wenn ich den Fuß vom Gas nehme. So weiß ich eigentlich nie wirklich, was er tut. Wenn euch dieses Video zum Hyundai Kona gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich auch über eure Kommentare, über ein Like, über ein Abo, über konstruktive Kritik zu diesem Kanal. Gibt es noch etwas, was ihr gerne sehen wollt? War etwas nicht richtig? Dann schreibt mir hier drunten, unten drunter in die Kommentare und dann können wir gerne drüber diskutieren. Also, ciao, auf bald, macht's gut.